Aaron der Erste. Wache! Mortadella! 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 Ja, das wird dich jetzt schockieren, Fallseilchen, aber das mit dem Zauberwort war auch gelogen. Sorry. Da seid ihr endlich! Dieses seltsame Schweinemonster hat mich angefallen. Los, fangt es! Was ist denn los mit euch? Erkennt ihr euren eigenen Kalifen nicht mehr, ihr Idioten? Nein, aber was immer das da ist, ich wette, es schmeckt lecker zu Klößen. Ja, wo wartet ihr denn, ihr beschränkten Vollfriseure? Los, hinterher! No, please, my friend. I tell you, House Caliph can be zurückverwandelt. Okay. Ihr beide geht zur Hintertür. Nun macht ihn mal. Gut, es steht nicht explizit im Koran, dass das Heiraten von schweineähnlichen Wesen verboten ist. Na bitte, dann seien Sie mal nicht so korinthenkackerhaft. Aber was ich nicht verstehe, ist, warum will eine gesunde Frau ein halbes Schwein heiraten? Weil ich ihn liebe. Und was ist, wenn ich mich nie wieder zurückverwandle? Bist du dir da wirklich sicher? Absolut. Kalif Faisal, bitte vergebt uns. Und mir, mein Kalif. Das tue ich gern, wenn ihr Wachen meinem Bruder verhaftet und ich jetzt endlich heiraten darf. Selbstverständlich, o Beherrscher der Gläubigen. Natürlich. Da fällt doch einer meine Brille. Das ist ja wirklich Kalif Faisal. Tatsache, der Faisal. Wer war nochmal Faisal? Kalif Faisal, ich hab's. Der Kuss einer liebenden Frau kann euch zurückverwandeln. Der Kuss einer liebenden... Ja. Prinz Pussy wurde gezwungen, sich seinen eigenen Schnupftabak reinzuziehen. Selbst schuld. It works. Warum müssen wir jetzt ein Spanferkel? Weiß ich gar nicht mehr. Schnupftabak, oder was? Ein Maske wird zu lange in die Sonne, liegen gelassen. Shit happens. Das werdet ihr mir büßen, ihr Schweinepriester. Und wenn auch nur einer von euch dämlichen Pissetrinkern versucht, von mir abzubeißen, dann raste ich hier aus. Ja gut, der Harun kann jetzt...